ihre Gummibärchen, dann eben ihre Perücke und dann noch so ein kleines Teddybärchen mit so. Ich glaube, da meinte Nana, da ist noch eine Kette drin oder so. Ein Armband. Oder ein Armband. Ein Anhänger? Das Ding gebe ich auch mal auf. So. Oh, das ist Erde. Die Erde ist ja heiß. So, darf ich jetzt auch streamen ohne Probleme, endlich mal. So. Okay, ich weiß, was ich nach. Oh. Hä? Oh. Ah. In Deutsch. Oh, oh, was ist das? Diese Karte, die dir gehört. Man hört nur. Was ist das? Tanzziele. Das Wasser. Und dein Deck! Dein Deck? Du kannst nicht durch Kampf zerstört werden! Ah! Und natürlich hat er irgendwas. Oh, ich bin gerade so genervt. Dieser Scheiße. Nur damit ich warten kann, bis mir der Stream da schon wieder abbrät. Alter, ist die gut. Ich. Im nächsten Booster, der jetzt gerade schon in Japan raus ist, wird eine neue Magi-Deutsch-Karte reinkommen. Okay. Magi-Deutsch-Engelchen. Wenn ich sie spiele, kann ich sie opfern, um irgendein Magi-Deutsch-Monster aus meinem Deck zu beschwören. Wie krank. Ich dachte, das Deck ist schon OP genug. Und sie kommt nach, wenn sie durch eine Karte meines Gegners zerstört wird, wieder natürlich wie in mein Deck, wie typisch. Und sie kann nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Hat aber auch nur 1000 Verteidigungsangriffspunkte. Nur. Ja, ich meine, aber sie ist jetzt nicht übermächtig stark, so als alleinige Karte. Und sie kommt nach jeder Endphase wieder ins Deck zurück. Warte mal, wenn diese Karte die Karte des Gegners zerstört, entweder die Kampf- oder die Karten nicht, mischt diese Karte ins Deck. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Beschwöre einen Magi-Deutsch-Monster als Beziehung schon im Deck. Das kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ach so, nee, anders. Ich kann das Monster legen, es als Tribut anbieten und dann irgendein Magi-Deutsch-Monster aus meinem Deck beschwören. Aber dieses Magi-Deutsch-Monster wird auch in der Endphase wieder zurück ins Deck gemischt. Oh Gott. Aber Magi-Deutsch ist eh darauf aus, dass ich die Tiara Misu raushole. Von daher kann ich mir damit immer eben schnell die Karten holen, die ich brauche. Also noch schneller. Okay. Ey, das wird nachher so ein Kack, den ganzen Scheiß hier zu machen, ne? Hm. Jetzt habe ich schon wieder 30 Streams in meiner Liste, wo ich irgendwas mit anfangen muss. So zum Kotzen ist das. Ist der gut? Okay, die Monster habe ich schon mal sortiert. Die Fallen und Zauberkarten lasse ich so. Ich bin mal eben ganz kurz weg. Mhm. Die Kampf. Oh mein Gott. Schattengeist? Wow, gib mir für so einen Kack doch wesentlich mal was ordentliches. Ja, Tatsache, da gibt ihr mir so einen Müll. Was soll das denn? Hier, ich gebe dir diese Karte, weil ich die eh nicht brauche. Ja, so kommen wir jetzt langsam vor. Oh, muss mein Vater sehr sein. So. Ich könnte gerade so. Ich könnte gerade so Ultra-Kotzen aktivieren, ey. Oh Gott, die Karte ist ja knuffig. Welche? No Penguin. Penguin. Ja, no Penguin. No Penguin? No Penguin. Nope. Penguin, nope. So, nope, nope, Penguin. Nope, nope, Penguin, nope, nope. Penguin, nope. So in etwa, oder wie? Mhm. Oh mein Gott, ein Anti-Penguin. Pengu-Genie. Sekunde, gleich wieder da. Yo, 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 tu das. Okay,
okay, aber das würde mich auch nicht interessieren, das nächste Booster Pack, was rauskommen würde. Außer dieser einen Magie Deutsch Cut ist da nichts bei, was mich interessiert. Oh. Schade. You are depression. Was haben wir denn hier? Neue Themendecks: Schattenhorror, Sternseraph, Superverteidigungsroboter und Bujin. Support für Nummer, Fireforce-Formation, Prophezeiung, Magie Deutsch. Ich hab gerade verstanden, ne? Schattenhorst. Brauche ich noch. In der Hoffnung, dass mein Stream jetzt geht. Nein, nicht mein Phönix! Mann. Scheiße. Ultra kacke. Ja, da hat sich mein sehr gutes Duell einfach mal verabschiedet. Wieso hast du den denn nicht? Ja. Wow. Ey, wow. Mir hätten 1500 gefehlt und dann so eine Kacke. 1500 was? Lebenspunkte. Ostereier. Was schon. Denn sonst? Ja, du sagst nur, was weiß ich denn? Egal. Ich müsste Abyss Rising Booster Packs mir holen. Eigentlich müsste die Return of the Duelist auch kommen. Eigentlich. Aber das kann ich mir wahrscheinlich schon gar nicht mehr kaufen. Es kam 23. August 2012 raus. Das ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr kaufbar. Naja, eBay. Return of the Duelist. Doch, es liegt. Also für mich liegt es immer an Twitch. Ich gebe Twitch die Schuld. Blödsinn, so. So, für dieses Duell gibt er mir wieder Müll. Ja, was will ich mit einer koreanischen Version? Sangan! Der gibt mir Sangan! Ja, dieses dreieugige Mistvieh. Wow, die Dinger krieg ich sogar für 40 Euro. Okay. The first time in forever. Okay, 40 Euro. Das ist jetzt schon wieder sowas. Ich habe jemand anderssprachigen bei mir, der sich jetzt denn dementsprechend beschwert, dass es nicht seine Sprache ist. Es steht oben im verfickten Titel drin! Na, was haben wir da? Zum Glück kein Millennium-Schild. Willst du nicht suchen? Komm. Baller doch mal einen ganzen Zug. So ein Kack, ey. Ach, schön, interessant. Was eine Verarschaktion. Was? Hier in eine eBay-Auktion von diesem Return of the Duelist Booster-Box mit 24 Booster. Und dann halt so steht's in der Beschreibung. Ja, ich habe alle Booster geöffnet und die Karten auch wieder zurückgesteckt.
Ja, klar. Dass die ganzen Sachen, die mehr als super rare wert sind, wahrscheinlich gar nicht mehr drin sind. Die das lassen wir einfach mal unter den Tisch, ne? Alles, was besser als super rare ist oder einfach super rare an sich, das ist schon gar nicht mehr vorhanden. Ja. Sowas würde ich nicht mal angucken. Super rare? Geschweige denn kaufen. Ewig. What are you buying there? Ich meine, ich selber habe ja schon kein Glück, was sowas angeht, aber dann sowas? Nee, danke. Die Sache ist, wenn du dir eine Boosterbox kaufst, dann ist der Schnitt ungefähr bei... Warte, es gibt Super Rare, Ultimate Rare und dann gab es noch eine dazwischen, Secret Rare. Ja, es gibt eine Secret Rare pro, ungefähr, also im Schnitt pro Boosterbox, 3 Ultimate Rare und 7 Super Rare. Wenn du mehr hast, hast du Glück, aber das ist so ungefähr der Schnitt, den du hast. Also wenn du dir 24 Booster holst, hast du im Schnitt 14 Holos. Und ich wiederhole nochmal meine Frage. Ihr seid euch sicher, dass ich von dem Typen irgendwann Meteor B-Drachen kriege? Weil ohne Meteor B-Drachen baue ich bei dem Rest der Kollegen da gar nicht antanzen. Fragen wir Google. Du hast gerade ein lustiges Monster bekommen, Turupurun. Ja, das Ding ist wertlos. Das Spiel nochmal? Forbidden Memories. Forbidden Memories. Vom Spiel Sogen. Ja, danke. Sogen! Drogen! Scheißblatt, yay. Ich könnte auch ein Assi sein und einfach Wald drüber setzen. Das bringt mir nur nicht viel. Ja, super. Kann nur sehr lange dauern. Das dafür, so, dass man mir gesagt würde, was man von dem Typen als bekommen kann. Oh boy. Ich mach das jetzt aus Protest. Ich mach jetzt Wald an. Okay, ich habe jetzt hier gerade nur den englischen Namen Low Meadow Mage. Gegen wen kämpfst du denn gerade? Ja, Magier, also Meadow Mage. Magier der Wiesen. Ja, Meadow ist das englische Wort für Wiese. Okay. Also hier steht, laut der Zufallsliste kriegst du Meteor B-Drache am meisten von diesem Low Meadow Mage oder von Jono 2. Jono 2? Ja, ich weiß nicht, wer das sein soll. Ja, aber Jono 2. Ich kenne ihn, aber... Aber solltest ihn laut der Wahrscheinlichkeit mehr von Low Meadow Mage bekommen. Weil ich hatte vor, dieses LP eigentlich noch innerhalb von 2014 zu beenden. Dann würde ich gar nicht so extrem auf eine Karte farmen, sondern dir einfach nur vernünftige Karten zusammensammeln. Das ist es ja! Das sind die einzigen vernünftigen Karten! Mit dem Rest brauche ich gar nicht erst antreten. Die Karten, die du hier bekommst, sind teilweise so Müll. Müll. Willst du mal wissen, was in späteren Duellen Standard ist? Torwächter. Das ist Standard. Und dafür würde ich dann solche Sachen reinhauen wie, was? Wenn du mir jetzt sagst, ich soll Raigeki reinpacken, ne? Nee, das meine ich gar nicht. Weil sonst arbeite ich jetzt darauf hin, mir ein Deck nur aus Raigeki zu bauen. Na, das hilft dir aber nach einer Weile auch nicht mehr. Also du brauchst einfach Karten, die... Nee, warte, Torwächter ist zu stark. Da kriegst du ja nicht mehr genug Verstärkungskarten überhaupt zusammen, um eine Karte so annähernd stark zu machen. Besonders mit dem Fact, dass er pro Zug nur eine Karte setzen darf. Ja, Ausrüstungskarten funktionieren anders. Die kann ich einfach so mit fusionieren. Die gelten ja so wie Fusionsmaterial.
Ach so. Funktioniert das? Ja gut, aber du hast auch nur irgendwie so Karten, die plus 500 geben, ne? Es gibt alles noch plus 500, außer Megamorphose. Ja, das verdoppelt. Ja. Weil weniger Lebensmittel. Nee, das wurde hier gestrichen. Megamorphose verdoppelt. Hör auf, mir Sogen zu geben, du elender kleiner Hurensohn. Sogen? Der hat mir schon zum dritten Mal hintereinander Sogen gegeben. Ich hab echt schon dreimal Sogen jetzt. Nicht hintereinander, aber ich hab schon dreimal Sogen von diesem Wichser bekommen. Jetzt weiß ich, warum diese Spiele, die nicht die wirklichen offiziellen Regeln haben, nicht mehr hergestellt werden. Weil sie einfach nur scheiße sind. Ja. Aber es, aus seiner Zeit ist es nun mal das beste Yu-Gi-Oh! Aus seiner Zeit. Naja. Ja, damals hattest du keine Wahl. Damals hattest du keine Wahl. Ja, damals hattest du Karten. Ja, eben. Und wenn du dann sowas gesehen hast, dann war das alles für dich. Dann war es dein Ein und Alles. Und dein Ein und Alles hat dir dann ins Gesicht geschlagen. Mit einem Schlagring. Und einer Shotgun. Ich hab eine ungefähr auch so eine, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber ich hatte auch so eine Version gespielt. Ich glaube, das war von Game Boy Advance oder so. Das hat auch so ein bescheuertes System, das einfach mal alles einfach das gegensätzliche Element killen konnte, egal wie viele Angriffspunkte es hatte. Mhm. Das war so scheiße. Da hattest du dann Monster, weiß ich nicht, mit 3000 Angriffspunkten da liegen und dann kommt irgend so ein Feuermonster mit 3000 Angriffspunkten. Dann kommt da einfach ein Wassermonster mit 200 Angriffspunkten, dein 3000er Viech ist tot. Hallo, weil ich bin Wasser. So. Ja, das ist irgendwie... Ich mein, und du verlierst und der Gegner verliert noch nicht mal Lebenspunkte deswegen. Ich frage mich nur, warum man diese Regeln, die Yu-Gi-Oh! Hatte, die eigentlich ziemlich legit waren, warum musste man die so derbe umändern andauernd? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben damalige Konsolen nicht diese richtigen Regeln gefasst, was weiß ich denn. Vielleicht haben sie die Regeln nicht verstanden. Oder es war, man hat einfach Leute rangesetzt, die sich eigentlich mit den Kartenspielen nicht auskennen und sich dachten, ja, jetzt entwickeln wir unser eigenes Regelwerk. Oh, guck mal, es gibt Fusion. Machen wir Forbidden Memories? Alles klar. Oh, immerhin etwas Gutes heute. Was hast du denn bekommen? Schwacher Magier. Oh, Moment. Und damit meine ich den schwarzen Magier. Ich wollte gerade sagen, so, Moment. Der ist maximal pigmentiert. Deswegen habe ich ja gesagt, schwacher Magier. Schwarze Magier. Willst du damit etwa andeuten, dass maximal pigmentierte schwach sind? Ich weiß nicht, was du da rein interpretierst, also von daher. Ich erinnere nochmal an Doc Lewis. Yes! An wen? Oh, der schwarze Magier ist so toll! Er ist so schwach. Nee, er ist so ein schwacher Magier. Oh nee, der schwarze Magier ist auch eine von meinen absoluten Lieblingskarten, weil er ist so toll. Wisst ihr, wie sehr ich das gefeiert habe, als im Anime der schwarze Magier plötzlich reden konnte? Ich bin so abgedreht. Nur mal so, das ist für mich ein Debüt, weil damals hatte ich nie eine Karte, die stärker war als 2500. Also eine Standalone-Karte. Nur mal so. Also in deinem Spiel oder generell in meinem, als Karte? In meinem Spiel hier. Okay. Hatte ich niemals eine Standalone-Karte, die über 2000 Punkte hatte. Ich hatte nicht mal Fluch des Drachen. Warte, was ist das denn? Besonders die Karte kannst du ja jetzt auch einfach beschwören, ne? Also. Ja, kann ich einfach beschwören. Einfach raus. Geil. So, und da irgendwann ist es wahrscheinlich auch so, dass egal was du versuchst zu fusionieren, es dann eigentlich schwächer, die Fusion schwächer ist als die beiden Materialmonster. Ja, ist sogar. So, herbeigerufener Totenkopf und weißer Drache mit eiskaltem Blick, ja, Taubendrache. Oder hier ist Zombie-Drache. Nee, das kann nicht passieren. Nee? Nee. Das Fusionsmonster kann nicht schwächer werden als das Fusionsmaterial. Das ist nicht möglich in dem Spiel.
Das wäre ja auch ein bisschen assi, ne? Meine letzte Hoffnung! Wupp. Ja, herbeigerufener Totenkopf und rotäugiger Drache. Und jetzt habe ich nicht den schwarzen Skelettdrachen, sondern den Drachen. Ich habe einen schwachen Magier. Immerhin etwas. Ja, stimmt. Ja, stimmt, wenn du die beiden Karten auch noch hast. Los, Harpien, Drache der Harpien. Los, Geflügel, Drache, Ritter der Festung. Pyjama. Pyjama. Gut, die gibt's ja noch nicht. Pyjama. Das wäre genau so eine Situation. Ja, am besten Pyjama gelb, ne? Auf jeden Fall, das ist jetzt ein, Moment mal kurz. Flup. Wer ist denn da? Achso. Hey, Karen. Hi. Kiwi, what are you doing, Kiwi? Ah, übrigens, wo ihr gerade das mit Paket gesagt habt, ich muss nochmal dringend weg. Ich habe nämlich noch eine Überweisung, die ich eigentlich zu tätigen habe. Und sonst kriege ich das nicht geschickt, was ich eigentlich wegschicken wollte. Hard. Ich bin nochmal weg. Jo. Nur mal so, das Duell muss ich jetzt so ähnlich lang aussetzen, weil die Frau Typ Millennium Schild da liegen hat. Das weiß ich aus Skill. Aus Skill. Hä? Ach, passt doch. Warte, ich bin so gerade am Waschen. Am Waschen. Weil, ja, am weil Waschen. Ich so, dass ich so brauche. Ich hatte gerade voll die dumme Idee. Hä? Ich wollte gerade zu Shadow sagen, wo du gerade Perücke gesagt hast und ich Shadow noch 20 Euro schulde. Dann dachte ich gerade so, Shadow, kann ich dir das Ganze auf den Booster zurückzahlen? lach nicht. Von mir aus. Was echt jetzt geil. Ja. Okay. Du hast ja, zwei Millennium-Schilde, du Sackgesicht. Was heißt? Heutzutage, meine Damen und Herren, bezahlen wir mit Boostern. Ja, von daher, von mir aus kannst du das machen. Hätte ich kein Problem mit. Weil nämlich das wäre wenigstens etwas, was ich dir schicken kann und ich dann, weiß, ja. Überweisung ist ja manchmal ein bisschen tricky. Boah, Digga. Na? Weil ich dir das mal in den Verrückten offen. Ich beweise dir das in hier am besten denn so ein Paket voll mit Boostern, so ein paar Süßigkeiten und Zeugs. Und dann so, ja, hier so eine Bezahlung, so, ich hab die 20 Euro investiert. Weißt du, mach ich so einen Koffer, so einen Aktenkoffer auf, so, der Stoff. Das hab ich letztens bei einer Freundin gemacht. Ich war nämlich bei DM und da haben die manchmal so Dosen mit Traubenzucker. Und da greife ich halt immer rein und nehme mir was total viel mit. Und ich so zu einer Freundin so, du, Celine, willst du Stoff? Guten Stoff? So, hä, was denn? Hier! Hatte erstmal in meiner ganzen Tasche erstmal total viel Traubenzucker. Wie die erstmal geguckt hatte. Flammschwertkämpfer, sag mal, wie scheiße bist du denn? Es sieht so komisch aus, wie ich hier gerade mein Perücke wasche. Riku-Fan, Fun Fact: Dein Paket ist schon angekommen. Nur ich komme vor Donnerstag leider nicht dahin. Das ist das Problem bei der Sache. LV Max sagt gerade, den Fluch des Drachen kannst du von den Typen hier hab auch. Hab ich bekommen. Schon gelesen. Achso, hast du schon gelesen? Mhm. Weil, Vivi? Hä? Ich habe hier so eine große Salatschüssel. Den Wasserkocher daneben stehen, weil ich nämlich gerade Wasser an mich erhitzt habe für die Perücke. Und jetzt, meine Perücke habe ich mit meinem Schauma Seidenkamm-Shampoo. Ey, Copyright, denk dran. Copyright und so ein Shit, denk dran. Ja. Und hab die damit eingerieben und jetzt stochere ich mit einem 30 cm Lineal in der Perücke rum. Was gibt's denn heute Leckeres zu essen? Oh, eine Perücke. Eine Käse Perücke. Eine Banane. Das Keks S. Bitte passen Sie auf, das Zubereiten ist eine arige Angelegenheit. Ja. Babam bum. Mama! Du machst die Firma ja. Hab ich was? Ja. 25 Sternchips. Doppelköpfiger Donnerdrache. Nur mal so, mein Freund. Ich nehme dich da jetzt beim Wort. Also, nur mal so, ne? Dann nehme ich dich jetzt beim Wort. Wenn das Spiel mir gleich was anderes sagt. Naja. Ja, Umi kriege ich höchstwahrscheinlich auch von dem Magier nachher.
Was wird das Wäre aber geil, wenn du den Doppelköpfigen schon als Karte hast. Ja, nur ich ich kauf's ihm nicht ab für 25, sorry. Das wird nicht funktionieren. Wie viel hat der Dönerdrache? 2,8! Okay, ich verstehe deinen Gedankengang da. Fusionsmaterial, ach Gott, ich habe genug Fusionsmaterial für das Zeug. Ach so, ich wollte gerade sagen. Oh Mann, das ist echt so ein langweiliges Match, weil ich das die ganze Zeit aussetzen muss, weil ich Raigeki einfach nicht bekomme. Oh, mein schwarzer Magier! Ah, ist so toll! Ah, jetzt kann ich wieder hochladen. Boah, den gucke ich mir jetzt mal in 3D an. Das war, ja, eigentlich verschwendeter Schaden, aber ich möchte mal wissen, wie der schwarze Magier in 3D aussieht. Habe ich gerade die ganze Zeit schon solche behinderten Ränder bei mir? Moment. Wieso sitzt der die ganze Zeit? Ich bin hässlich! Ah, der schwarze Magier ist so toll. Und er leuchtet den Gegner zu Tode. Klar, wie in Anime. Bin wieder da. Da hat er sie auch mit. Hat er ihn auch zu Tode geleuchtet. Und ich koche jetzt weiter meine Perückensuppe. Jo. Der Typ, ey. Weil ich hatte die Perücke voll aufgesetzt und dachte mir so, ist das normal, dass die da oben so komisch sich anfühlt? Ich dachte mir so, ey, ich habe das schon bei meiner einen Perücke geschafft. Also bekomme ich es bei der Perücke auch hin. Ja. Das ist so lustig, wie die ganzen Monster da immer in der Luft fliegen. Jetzt könnten sie alle schweben. So, ich muss den weiterlocken. Raigeki liegt offenbar wieder ganz unten im Deck. Ja, solange du nicht Deck tot bist. Und vorher komme ich leider nicht an seinem blöden Millennium-Schild vorbei. Ein Biberkrieger. Und die Donnerpeitsche kannst du auch nicht den schwarzen Magier geben? Versuch es ist wert. Ich versuch's mal. Donner dran funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Hätte sein können. Also ich meine, manchmal. Die Regeln, was Ausrüstung angeht, sind ja hier sowieso sehr oft sehr woge. Also von daher. Oh, geil. Aber ich mag meinen neuen Haarschnitt. Hast du die Haare geschnitten? Ja, eine Freundin von mir macht eine Ausbildung zur Friseuse. Oh. Friseuse. Und sie braucht ein Model. Okay. Und halt, ja, dadurch muss ich halt nichts für Haarschnitte bezahlen. Das ja, ist auch miserable. Oh, das wurde bei mir auch mal gemacht, war aber voll fail. Sagen wir so, die Meisterin hat zur Not ein bisschen nachgeschnitten. Shotgun. Die Meisterin! Ja, die Chefin. By the way, Shadow, du hast gerade 80 Zuschauer. Was? Ja. Wo kommen die denn alle her? Aus den Weiten des Internets. Ja. Du spielst Yu-Gi-Oh! Das muss einen Grund haben. Yu-Gi-Oh! Einmal Perücke aufhängen und die darf jetzt erstmal über Nacht trocknen. Herzlichen Glückwunsch. Sogen. Sogen. Du musst lieber noch mal ran. Wer auch immer die bei diesem Shop gestylt hat, er gehört getötet. Sowieso. Nee, wirklich. Man typiert keine Perücken. Ja. Ich darf jetzt wahrscheinlich übernächste Woche meine Freundin Sanja nochmal shooten, weil sie macht Tudy von The Gorillas. Ah. Tudy. Halt der Typ mit den schwarzen Augen. Ach, der. Nee, ich finde das voll lustig. Voll viele aus meiner Stufe rennen jetzt mit so Babypuppen rum in der Schule. Babypuppen. Ja, Babyborn schenken. Auch. Die schreien auch und so ein Scheiß alles. Ach so, wahrscheinlich machen die gerade so Shotgun-Training. Das sind solche Baby-Simulatoren. Baby-Simulator 2014.
Auf jeden Fall. Meine Freundin Julina, sie hat das einzigst asiatische Baby bekommen. Yay! Rassistisch! I feel so Asian today! Schwarze Magium! Es ist so cool, endlich mal eine Standalone-Karte zu haben, die mehr als 2,5 Punkte hat. Das ist so cool. Es fühlt sich so toll an. Liebe Leute, jetzt nicht mit Forever Alone verwechseln. Jetzt brauche ich nur noch Meteor B-Drache. Du brauchst einen Meteor B-Magier. Meteor B-Magier? Stell dir mal vor, das wäre voll die krasse Kombi. Der Meteor B-Magier? Ja, Meteor B-Magier oder der schwarze Drache. Das Ding ist aber nicht so cool. Einmal Nudelsuppe essen. Einmal Nudeln. Weil Vivi, das ist jetzt mein Abendessen, die Nudelsuppe, die du mir mitgesendet hast. Na guck mal, passt doch. Cool, Mammutfriedhof. Ah, es geht. Perfekt. Nee, aber... Weil mein Vater ist jetzt wieder da. Nee, aber Vivi, also von mir aus kannst du wirklich mich so bezahlen, wie du das meintest gerade. Ja, warum? Weil mich... Finde ich irgendwie schöner als Geld. Weil, sag mal, so 20 Euro würde ich sowieso irgendwo für irgendwas auf den Kopf schlagen. Also, zwei Sachen dazu. Erstens, ich mache das denn, sobald ich wieder ein bisschen mehr Knete habe. Und zweitens, ich übernehme keine Haftung darüber, was in diesen Booster-Packs drin ist. Ja, das sowieso. Kann der mal damit aufhören? Du sollst gefälligst Sogen spielen zu Anfang, du Sackaffe. Sogen? Ja, Sogen. Gaben.com. 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 Das ist diese blöde Walküre, ey. Ich fall jedes Mal wieder drauf rein. Ach, Mann, oh. Scheiß Walküre. Richter. Man müsste dem Richter eigentlich so Messer und Gabel in die Hand drücken, so ein Motto, ich hab Hunger, Motherfucker. Hunger. Gleich muss sammeln gehen. Hashtag Merkel. Der Richter. Nicht mehr. Objection overruled. Das sowieso. Objection. Mann, zieh was Gutes, Typ. Sieh was Gutes, hör auf mit dem Scheißmann, ey Typ, mach doch. Na. Ah! Ah! Sack. B. Oh, es gibt einen Jinx auf Animex! Wie heißt es so schön? Wer ah! sagt, muss auch sagen. Aber sie hat zu viele Titten. Nein, es gibt nicht zu viele Titten. Nimm das gefälligst zurück. Für Jinx schon. Nimm das gefälligst zurück. Nein. Es gibt in dem Spiel Lichtschwerter? Klar. Ja. The fuck? Alter, nee, nee. Ich muss zumindest echt gucken, dass ich Wahl mache. Dschungel-Dragon! Ich darf nicht angreifen, stimmt. Da war ja noch was. Du Arsch, geh weg. Schwacher Magier, komm aufs Feld. Und warte, bis die Schwerter weg sind. So cool, einen schwarzen Magier zu haben. Bester Body, Held der Erde. Aber das Armband, was Nana mitgeschickt hat, das habe ich schon direkt umgetan, weil ich das so süß finde. Was ist das denn für eins eigentlich? So von Niki ist das eins. Von Niki? So ein blaues mit einer Giraffe dran und einem Sternchen. Ach süß! Oh. Anti-Spoiler-Giraffe. Eine Anti-Spoiler-Giraffe. Und ich bin happy, ich habe jetzt mir den vierten Band von Skadagory Pleasant bestellt. Talia. Hattest du nur den vierten Band habe ich noch nicht. Ich habe Band 1, 2, 3, 5, 6 und 7. Oh. Und Blaventine. Also es ist immer noch besser als
vorher, weil vorher hat sie 3, 5, 6, 7. Ja, warum nicht, ne? So. Was ich am genialsten finde, wenn man 1, 6, 7 hätte. Oh Mann, oh Mann. Das ist wieder ein Match, das geht zu lange, da kriege ich doch nichts Gutes für. Hat das was mit den mit der Dauer des Kampfes zu tun? Wie auch, gut die Karte? Auch. Es hat mit so vielem zu tun, leider. Es hat mit so verdammt viel zu tun. So. Ich will ja noch den ersten Band von Sky Replish und noch Englisch haben. Ne, bei Thalia führen die den nicht mehr als Hardcover. Weichcover. Du Weichcover-Mensch. Ich mag halt lieber Hardcover als Taschenbücher. Das lustige Taschenbuch. Taschenbuch? Das lustige Taschentuch? Ja, das mag ich auch. Shadow, sing mir das Lied vom lustigen Heringssalat. Zufrieden? Mach Bernd das Brot glücklich. Wind, Wind, Sturm, Sturm. Was? Los, schwacher Magier. Direkter Angriff auf seine Dönerpunkte. Ich muss gleich mal bei Amazon gucken, ob die bei Amazon den ersten Band von Skadagur als Hardcover haben. Amazon hat alles. Nur ob das so legal ist, ist was anderes. Nein. Weil so tolle Taschenbücher auch sind für die meisten. Die sind ja auch günstiger. Aber dann bezahle ich lieber 2-3 Euro mehr. Und das wäre was schön Festes. Weil es nicht in meiner Schultasche kaputt gehen kann. Sag mal, ich wollte gerade sagen, also da habe ich lieber was Festes. Du weißt gar nicht, wie falsch das in manchen Augen klingt. Aber ich sag nichts. Den Rest denkt ihr euch gefälligst selber. Ich halte ja schon meine Klappe. Den Rest denkt ihr euch alle gefälligst selber. Nein. Ba, 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 ba. Gib mir den Meteordrachen, du Arsch. Okay. Nicht Sangan, du Sacksack. Das wäre so lustig, wenn er dir Sogen geben würde. Ey, er hat mir schon dreimal Sogen gegeben. Sogen? Sogen. Besonders Fun Fact, in dem neuen Deck, was ich mir bei Death Pro gemacht habe, da habe ich die Karte sogar im Deck drin. Das ist so eine richtige Kackhand schon wieder, ne? Ich hab gerade irgendwas mit Kackhandschuh verstanden. Ich hab gesagt, das ist schon wieder so eine richtige Kackhand. Ach so, okay. Weil ich wieder nichts hab, was ich irgendwo gebrauchen kann. Aber gut. Mal gucken, vielleicht wird das was. Ich glaube nicht. Ich bleib dabei, du brauchst Exodia. Natürlich brauche ich Exodia! Of course! Ach komm, ich nehm den Schaden, ich hau ihn davon einen Vogel ins Gesicht. Vogel des Glaubens, jetzt glaub dran, du Arsch. Ba, ba, ba. Komm schon. Du Arsch. Das ist wieder so eine Kackhand, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so eklig, ey. Nicht einschlafen. Ja, ich spiele Death Pro. Mal gucken, vielleicht meint er gleich noch ein bisschen was. Wenn ich irgendwann genug gegrindet habe. Mal gucken. Zeit für ein Duel. Ich bin kurz weg. Oh Mann, ich wünschte, ich würde endlich da ein Deck hinbekommen, was so richtig nice ist. Also ich habe ja große Hoffnung in den neuen Deck, aber ich muss es erstmal ausprobieren. Gib mir noch schlechtere Karten, bitte. Okay. Raikiki. Fuck you. Oh Mann, ey. Oh, Bruder. Oh Mann, ey. Ach du heiliger Käse.
Natürlich. Makes cheese in your life. Irgend so eine durchgeknallte Frau hat er beschworen. Ich habe zu viele gevögelte Monster. Das muss ich ändern. So schlecht. Ja, da. Super kacke. Ich glaube, ich habe verloren. Oder? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Ich hätte voll Bock auf was zu knabbern, aber ich hab nichts da. Das ist doch beschiss hier, ey. Ich fress einen Kuchen. Ah, Kuchen wäre auch nicht schlecht. Yay, Gollum. Tschüss. Verstärken. Yay, hi, Gollum. Hi, Gollum. Tschüss, Gollum. Ja, ganz ehrlich, das ist... Oh, das ist doch kacke hier. Töte mich. Töte mich. Ja, wenn ich schon einsehe, dass ich da nichts drehen kann, ist doch scheiße. Ach, komm schon. Turn the wheel of fish. The fish of... The fish of fish is fishing. Ich hab Ferrel. Ferrel? Ja, da steht ja immer nur Ferrel. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich... Scheiße, wir haben die Schrift zu groß eingestellt. Jetzt können wir nicht alles hinschreiben. Egal, lass du. Wahrscheinlich wollten sie das englische lose einfach übernehmen, habe überlegt, so, aber wir haben kein deutsches Wort, was irgendwie für eine Niederlage dasteht, was nur 4 Digits hat. Schreiben wir Ferrel. Klingt dann nur wie ein Spülmittel. Ja. So ein bisschen, ne? Jetzt macht er natürlich Sogen, wo ich nichts auf der Hand habe. Sogen? Sogen. Sorry, aber ich habe gerade andere Sogen. No. Gott, war der schlecht. Oh, scheiße. Gott, war der schlecht. Oh, Mann. Mein lieber Freund, ich glaube, du willst nicht gegen mich spielen. Nicht, weil ich OP bin, sondern weil ich einfach nur scheiße schlecht bin. Ich habe bisher nicht ein vernünftiges Deck, womit ich immer gegen Hohl oder Andy gewonnen habe. Geschweige denn Shadow, alles, gar nichts. Ich hab gerade mal wieder nur Pech hier. Ich muss erstmal lernen, wie man Decks macht. Grauwas ist auch egal. Grauwas hat eh keine Chance gegen, von daher. Ist egal. Ja, fusionier auch noch, du Müllhaufen. Richter, ist klar. Ich fusioniere deine Mutter. Was? Wo ist denn deine Fusioniererlaubnis, hä? Du Sacksack. Ah, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Moment, nicht. Es sieht überhaupt nicht besser aus. Es sieht scheiße aus. Es sei denn, mein Vogel hat Merkur. Dann kann ich das machen. Hattest du Merkur? Du hattest Merkur. Oh, du bist so... Du bist ein guter Vogel. Schöner Vogel. Jetzt macht mich die Richterin... Jetzt macht mich die Richterin gleich nur tot. Moment mal, ist das echt ein Richter und... Ja, die gerechte Kaiserin. Die gerechte Kaiserin. Blöde Frau. Die gerechte Richterin, ja. Ach, du hast noch was mich killt. Ah, sehr schön. Gut zu wissen. Blöde Kuh. Wie kann sowas überhaupt angreifen? Ah, ja. Gut. Was ist das für ein Geräusch? Töten. Ja, das knistert gerade hart. Töten, töten, töten. Ernsthaft, ich habe einen negativen Schutzstern gegen die. Oh, fick dich doch. Kann doch nicht wahr sein. Fick dich weg. Blöde Frau, geh sterben. Fuck, wann? Die Nudeln waren lecker, Bibi. Ja. Ich hasse dieses. Haben sie nicht alles aufgegessen? Ich hasse dieses Schutzsternprinzip, ey. So dumm. Süß Kram. Hältst du das direkt ans Mikrokeks? Das ist immer so laut. Das ist am anderen Ende des Schreibtisches. Macht ihr extra wegen mir? Nein. Ich würde aufpassen, mal. Die hier Gummibärchen sind ziemlich sauer. Geht.
Wo ist Uranus? Uranus ist Saturn, das heißt, ich nehme... Sauer ist was anderes. Fuck, ich nehme Jupiter, fuck you. Ja, also sie sind jetzt nicht so derbe sauer, aber wenn du zu viele davon isst, dann tut dir nach einer Weile die Zunge weh, weil die schon aufgeschrubbt ist. Noah. Also zumindest war das bei mir so. Ich weiß nicht, was du so für eine robuste Zunge hast. No, Bill Cosby. Bill Cosby? Sagen wir so, und passt jemand... Und fast jedem Essen, welches ich zubereite für mich, ist Tabasco drin oder irgendwelche anderen scharfen Soßen. Naja, aber hier, you das ist ja scharf kidding. Und sauer. Das spricht ja eine komplett andere hier Ebene der Zunge an. Aber ist aushaltbar. Nö. Wirklich sauer sind sie nicht. Der ist gut. Ey, der macht sich jetzt gerade in diesem Duell echt unbeliebt gegen mich, dieser Penner. So ein Omega-Arsch, wisst ihr? Mit seinen. Er hat auch nur so eine Familie zu ernähren. Ist mir scheißegal, was sein Gesicht will. Wir so ein richtiges Kack-Duell hier, ne? So, hier, Neptun. Ich könnte mich selber damit. Das ist Maya, fick dich und ein Schwertkämpfer. Ist mir egal. Mein Kürbis geht jetzt YOLO-Modus. YOLO. YOLO-Pumpkin. Oh mein Gott, ich reiß das gerade nur, weil ich Neko-Girl auf dem Feld hab, ey. Mit Verstärkung. Och, Raigeki. Oh, du kommst mir ja gelegen. Nochmal Neko-Girl, yay. Weil einmal Neko-Girl nicht reicht. It's never enough. It's never enough, Neko. It's never Neko enough. Krakauer. Funktioniert das? Yay, mein Kalamaris-Angriff funktioniert damit zusammen. Sehr schön. Yay, Kalamaris. Oh mein Gott, ich hab grad gedacht, der hat da jetzt ein Millennium-Schild auf dem letzten Acker, weißt du? Das wäre ja nochmal so schön auf den letzten Drücker. Ich hätte ihm so ins Gesicht gespuckt. Gewinn! Stachelsaurier, ich glaube, das Ding ist wertlos. Ja. Apropos Sternpunkte, wie viele habe ich gerade? Mir fehlen noch zwei, dann kann ich mir Labyrinthmauern holen. Yay, das heißt ein Duell noch. Ein oder wenn es ganz schlecht läuft, zwei. Und wenn es ganz, ganz schlecht, 30.000. Der muss aber richtig schlimm laufen. Oh, Stachelsaure. Oh, das Ding hat sogar. Das Ding hat sogar Werte. Gar nicht mal so schlecht. Warte mal, ich sehe das ja gleich erstmal. Nehme ich mal rein, weil die Saurier kannst du auch für Doppelköpfige verwenden. Soweit ich weiß. Hm. Doppelköpfige Dönerdrachen. Okay. Oh, not that bad. Ach ja, doch. Nett. Zambi. Oh. Spiel aus Sorgen, du Sackarsch. Nö, jetzt will er natürlich Gaia machen, weißt du? Jetzt, ne, Gilia, Gdönia, Dunia! Dunia! Ikedon! Stell dich dem Fisch! Nö, ich fress jetzt Schaden, das ist mir jetzt so egal. Was zur? Follow the wind, but watch your back. Follow the fish! Ist doch nicht euer Ernst gerade! Fuck. Ey, Mann. Nee, ich brauche noch zwei Duelle. Mal.
Da bin ich mir. Oder er geht einfach. Dude, never go full retard. But he just went full fucking retard. He just fucked up. He just fucked it up. He fucking shows up. Ach, naja, aber ich nutze mal die Gelegenheit und geh erstmal Haare waschen. Ich bin gleich wieder da. Oh, ich bin so ein Müllhaufen! Morgen geht's da. Oh, ich bin so ein Müllhaufen, ey. Alter. Alter. Ich bin so ein Müll. Ich bin so wertloser Müll. Das ist es mir wert. So. Oh mein Gott. Zogen! Sehr schön. Was ist denn jetzt? Lichtschwerter? Bist du blöd? Oh. Oh, fucken, fuck, fucken, fuck. Oh, fuck, fuck. Oh. Dieser Sack zieht das Duell jetzt nur unnötig in die Länge. Dauert zum Glück ja nur 3 Züge, bis der Scheiß nachlässt. Da wird Valkyrie draus fahren, lerne ich das endlich. Oh, fuck. Egal. Wann lerne ich das? Gar nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Oh, eigentlich sind diese blöden Schwerter weg. Das wollte ich. Krawas. Genau. Boom. Dann halt so. Flammendöner, Mann. Nein, danke. Tschüss. So. Das waren 3 Züge, die mich einfach Stuff gekostet haben im Grunde. Oh komm, halt doch die Fresse, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, gut, dann machen wir das halt so. Nein, das funktioniert nicht. Was mache ich denn da? Boah, schlägt mich bitte mal wer. Ich hasse mich gerade unendlich selbst. Boah, Digga. Shadowschlag. Boah, Digga. Boah. Derbes Selbsthassen gerade. Oh. Wieso bin ich gerade so dumm? Oh. Ey, nee. Fucken, fuck, fuck. König of fuck, fuckness. Fucking Ninja, fuck, fuck. Satzverstärkungswörter, fuck, fuck. Ugh. Na, das gibt ein Sternchen und eine wertlose Karte. Oh, fick dich, Digga. Das heißt, ich krieg dadurch nicht mal Labyrinthmauern. Und ey, okay, Suna. Ich sterbe. Na, du hast ja einen Auftritt. Ich
weiß. Führt dich wieder mein Stream hierher? Oder diesmal? Nicht nur das, es ist ja auch sowieso die Uhrzeit. Achso, und wohl auch noch, na ja, super, der auch noch, na ganz klasse. Na, was heißt denn der auch noch? Ich bin froh, dass Kizuna hier ist und ich bin genervt, dass Hohl da ist. Weißt du, das ist wieder einer dieser typischen Aspekte in meinem Leben. Kaum passiert mir etwas Positives, Kizuna, passiert mir direkt etwas Negatives, Hohl. Er liebt mich immer noch. Fuck you. Oh. Romance FTV. Bin übrigens noch am Dampfen, am Stream. Ja, weiß ich. Ist mir schon klar, da habe ich mich Honigmäuschen genannt. Und so streut man wilde Gerüchte in die Welt. Weißt du, kaum ist Hohl da, schon passiert bei mir nur Scheiß. Oh Gott. Und ich fange schon wieder an, nicht mehr nachzudenken über die, über meine Aktion im Grunde. Denk gut an Joghurt. Joghurt. Ich habe an Joghurt gedacht. Allergisch. Fick dich! Wow. Oh Mann. Sehe ich auch so. Gesundheit. Sind nicht mal meine Zuschauer. Alter. Oh Mann, ey, ohne Scheiß, seitdem du da bist, läuft ja bei mir, geht bei mir alle, dieses gesamte Duell bergab. Nein, ich reib mir gerade nicht diabolisch grenzend die Hände. Alter. Oh. Okay, ich tu's doch. Was? Geht nur rum. Das hat funktioniert? Alter. Ja, das Duell habe ich jetzt verloren. Das ist, merkt euch das, liebe Kinder, ihr könnt mich auch für Hochzeiten buchen. Ich versau jeden Party. Ja, merkt euch das. Wenn ihr den nämlich zu eurer Hochzeit einladet, seid ihr in den nächsten 24 Stunden geschieden. Dafür schwört er mit seinem Namen. Ha, als ob es zu ihr kommen würde. Ja, das hat er auch schon geschafft. Das war vielleicht eine Party. Da, kaum ist Hohl, da habe ich Ferrell. Es fing als Trauerfeier an. Es endete als Party, nicht umgekehrt. Es endete als Shotgun. Oh, Digga. Haben sich die zwei nicht lieb? Nein! Haben sich die zwei nicht lieb? Nein! Ich will mich morgen nicht fühlen. Die zwei nicht. Was? Haben die zwei nicht eine wundervolle Bromance? Nein. Yeah! Shadow und Hohl. Nein. Oh ja. Oh cool, mein schwacher Magier. Ich mag meinen schwachen Magier. Das ist scheiße. Ja, ich mag auch den schwarzen Magier. Na, wo der schwarz ist. Das Grinding, Falco-Fan, kurzer Newsflash, das Grinding läuft halbwegs gut. Ich meine, ich habe einen schwarzen Magier bekommen. Ich sterb. Also, das ist das Geilste, was ich bislang heute bekommen habe. Ich bin ja immer noch auf der Suche, Dings zu kriegen. Einen Meteor-B-Drachen. Aber bislang sieht's nicht so dolle aus. Der ist Sonne und mein Döner hier ist Merkur. Ah, wie cool. Merkur. Los, Sailor Merkur. Attacke. Babum. Ist klar. Afroamerikanischer Magier, um politisch korrekt zu sein. Maximal pigmentiert. Lass mein Vogel in Ruhe, du Sack! Mein Vogel! Mein Vogel ist ausgebrochen! Mein Vogel! Ein schöner Vogel! Du hast immer noch einen ganz gewaltigen. Du hast einen Vogel. Das wird nicht funktionieren. Röffnenöck.
Hoffeldack. Wieso Hoffen? Hoffnonack. Das lässt du dir vielleicht Hoffnonack aus dem Spiel. Und er denkt sich nur, niemals. Niemals! Ich werde Hoffnonack niemals im Stich lassen. Oh, du musst Hoffnonack erwähnen. Mein liebes Kind. Mein lieber Hoffnonack. Ich hab gleich fertig. Hoffnönö. Mein lieber Hoffnönö. Mein lieber Nönönack. Mein lieber Nack-Nack-Nöff. Moment. Man. Ma'am. Ma'am. Me. 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 Oh, und ich bin tot. Nein. Bitte. Karen, was machst du? Ich hab das Wissen gar nicht. Vertrau mir. Ich hab gewonnen, ich hab Düster gewonnen. Holy Schreck, ich hab gewonnen. Yay, noch ein Biberkrieger. Was schön ist, ich habe jetzt mittlerweile eigentlich endlich ein Donnervieh. Ein paar sogar. Aber jetzt kann ich mir endlich Labyrinthmauern holen. Yay. Yes! Gerd Labyrinthmauern. Das ist einfach mal eine unüberwindbare 3000er Mauer. Die meinem Gegner einfach sagt, fick dich. Und aus der Ferne hörte man nur noch I came in like a wrecking ball. Muss man nicht verstehen, ganz ehrlich, ist ein blöder Meme. Okay. Meme. Komm, ein bisschen noch, ey. No. No? No, Luigi? Hast du was gegen Luigi? Hast du was gegen Luigi? Wurp, 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 wurp. Earth, earth, earth. Earth, earth, earth. Earth, earth, earth. No. Wie viel Angriff hat wohl Miley in Yu-Gi-Oh? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Nö, die Frage finde ich eigentlich ganz interessant. So, und jetzt würde ich eigentlich gern gucken. Ja, kann ich aber nicht. Okay. Ich habe einen Dschungeldrachen. Der kommt aus dem Dschungel. Er heißt George. Er aus dem Dschungel kommt. Er heißt George. Es ist Georgie. No Kebab today. Ja. Remove Kebab. Kebab. Ich glaube, Kizuna ist diesen Meme gerade so ein bisschen losgeworden und dann komme ich auf einmal wieder mit Remove Kebab. Ernsthaft? Ich weiß, was dagegen hilft. Joghurt. Wie wär's mit Rad zu fahren? Alles? Ich wurde hier, ich hab Shadow. Ja. Wie wär's mit Tabadadadabad? Okay. Nice one. Nice one. Wir haben noch Lift. Ja, den auch. Wir haben noch Irk. Örkel. Ich sitze noch einen Zug aus, hau ich ihm gleich drei Monster über den Haufen. Hab ich vielleicht was Besseres? Das war der Dschungelcamp-Drache. Der war auch nicht schlecht. Er war chancenlos und wurde abgesetzt. Ja.
Sag mal, Hohl, du hast doch auch hier Dev Pro gerade, oder? Hab ich schon, ja. Hättest du vielleicht gleich mal Lust auf ein Duell? Och, ich hab sogar ein paar neue Fun-Decks zum Testen. Oh, nee. Das ist kein gutes Zeichen bei dir. Nur weil dir mein Retro-Deck auf den Sack ging. Dein Retro-Deck war ultra nervig, weil das so diese alten Karten waren, die trotzdem noch irgendwie funktioniert haben. Das ist nun mal ultra nervig. Aha. Ah ne, weg. Weg. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich muss jetzt mittlerweile nur noch privat grinden. Weil das hat ja fast keinen Sinn mehr, das andauernd zu machen, weil ich irgendwie mehrere Stunden grinden muss, um einen Meteor-B-Drachen zu kriegen. Weil sowas brauche ich eigentlich. Es dauert ja ewig, bis man hier mal vernünftige Karten kriegt. Siehst du, komm. Ich spiele auf einen gebracht. Döner-Drache-Sun? Nano-Machines-Sun! Oh ja, der Mann versteht mich. My brand! Der Mann versteht mich. My brand! Look at your special eyes. My brand! Ich hab nen Mech-Soldaten. Okay, ein-, zweimal versuche ich es noch gegen ihn und dann mache ich mal Dev Pro an und spiel mal gegen Hohl oder so. Alter, das Ding ist cool! Hat eine riesige Axt, mir vor allem nur einen Schlag ausschlachtet. Ja, das Ding ist trotzdem wertlos für mich. Also hart schwul. Ultra hart schwul. Und übrigens, für diejenigen, die es wissen wollen, ich habe meinen Yu-Gi-Oh! Dev Pro mit derber Phoenix Wright-Musik versetzt. Also, sorgt nur für Ultra-Badassigness, was zur Hölle? Die hat gerade eine Peitsche gefusioniert, das ist erlaubt? Ja, fuck. Das ist mir neu, dass man das darf. Die hat eine... Moment, habe ich einen Vorteil gegen die? Nee, warte, sie hat Uranus und ich... Oh, ich hätte... Oh mein Gott, sie hat also im Grunde ihren gesamten Zug einfach mal grundlos verschwendet. Aber ich versuche jetzt mal was. Da funktioniert es. Okay, der Sardino ist wertlos, der kommt also aus dem Deck. Oh, aber danke, dass du mir deine Prinzessin so einfach dahin stellst zum Abschießen. Ein Metzsoldat, was? Wieso stelle ich mir gerade so einen übergroßen Fleischball vor, der mit einer Axt auf mich losgeht? Meatboy. Nicht mein Mini-Dino. Okay, Stachelsaurier kann wieder raus. Meine Theorie wurde terminiert mit ihm. Mein schwacher Magier ist ein bisschen schwach. Deswegen heißt er schwacher Magier. Dabei ist er gar nicht so schwach, mein schwacher Magier. Eigentlich ist er ziemlich cool. Aber er muss sich seinen Hut immer festhalten, der fliegt sonst runter. Gesundheit. Danke. Fick dich, doofes Spiel, fick dich weg, sag Arsch. Keine bösen Worte benutzen. Fick, fick, fuck, fick, fuck, fick. Also bisher hat er noch nicht Merkel erwähnt, also... Er hält sich zurück. Ich konnte... Wenn man etwas mit Regeki kombinieren könnte. Super Döner, bra! Das ist halt so unfair, das ist nicht so. Dr. Octagonopus. Laserfinger. Hoffentlich funktioniert das. Ja. Mann, jetzt will ich weiter zocken. Dann tu das. Ja. Geht hier nicht. Wieso? Geht ja wohl. Oh, sorry. Ball besetzt.
Alles ist möglich mit einer Menge Fantasie. Und Toyota. Und ihr solltet übrigens ich euch alle jetzt Leute in Toyota rausschmeißen. Kommen. Ich hab grad verstanden, ich müsste LOL rausschmeißen. Nein, ich müsste Leute rausschmeißen. Mach Pop. Ich besieg ihn jetzt mit dem Kalamari-Angriff. Na. Schwacher Magier. Du musst ja auch irgendwo hin. Meine Kalamari? Komm, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes, du Arsch! Hornkobold. Hornkobold ist so schlecht. Oh, ich hab keinen Bock mehr, das meldet. So, komm. Den 20. Win hole ich mir gegen den Penner noch. Oh, der Hornkobold, der ist so schlecht, ey. Ja, Problem ist, ich habe eigentlich nichts anderes. Ich könnte mir einen Bohnenkrieger ins Deck nehmen. Bohne. 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 Ja, gut, da muss mein schlechter Dino erstmal drin bleiben. Leider. Zavado. Es gibt gute Dinos, schlechte Dinos. Was hat sie gemacht? Die schaut ja aus wie ein. Wie ein. Wie eine Shotgun. Zack, Streuseltorte. Nee, schaut so gruselig aus. Oh mein Gott. Das ist doch nicht sie. Nicht den Fernseher anmachen, das erschreckt dich nur. Alles erschreckt mich. Ah, oh, cool, ja. Nein, der Penner hat eine Labyrinthmauer. Super. Nichts mehr, das mich schocken kann. Gar nicht. Außer eine Shotgun. Nein, das auch nicht. Uncool. Kannst du versuchen. Was, Schokoladentorte für 1,50? Das war einfach. Das war einfach. Ja, das macht er häufig. Bist du jetzt schockiert? Oh. Hol. Ja. Du bist schlecht. Mach das mit deiner Schülerin, nicht mit meiner. Die ist aber gerade nicht da. Na und? Lern teilen. Lern teilen. Von dir lerne ich doch nichts. Von mir lernst du auch nichts. Und ich bin quasi der Sensei des Sensei. Also, wie badass muss man eigentlich sein, wenn man, wenn sogar dein Badass ein Badass hat, wenn sogar dein Sensei ein Sensei hat. Badassiger geht das ja wohl nicht, hallo? Also in der Rangfolge bist du Mr. Turks Mutti. Ja. Das kapier ich gar nicht mehr. Das heißt, von mir kriegt man einen übertrieben derben geilen Raketenwerfer. Geil. Und wer nicht weiß, wovon wir reden, der ist scheiße und hat noch nie Borderlands gespielt. Was mir immer scheiße ist. Das ist ziemlich scheiße, Hol. Hm? Das sind deine Zuschauer. Das ist ja bezahlt, das zu sagen. Bist du überhaupt nicht? Ich bezahl dich nicht. Scheiße! Fuck! Rageki plus holt gleich mal Brand! Wunderschönes Pärchen. So, bin wieder da. Mal Brand! Yay. Wer bist du? Ach, wer bist du? Du, Gumbel, du fällst mir jetzt schon nicht. Ja, ich weiß, deine Stimme kann ich nicht ab. Ich verstehe, was du meinst. Geht mir genauso. Mal Brand! Du bist doch dieser Typ da mit diesen Schminktipps. Nein, ich bin der Typ mit dem Bagger. Bagger! Der Typ mit der Hakennase. Du weißt schon, was hat nur einen Arm und kann nicht schwimmen? Amumum für mit dem Quadrakill? Wir würden jetzt ein paar antipolitische Witze über amputierte Chinesen einfallen, die ich hier aber allerdings nicht zum Besten bringe. Oh. Oh. I am genug beigebracht. Stattdessen Katzenbildchen. Was, Baby? Was? And now Linkin Park! Das verschenkt das ja einfach. Verrückter, trockne schneller. Nein, doch.
Doch, nein. Los, Perücke. Los, Perücke, setz Trockner ein. Oh, ach, so sei. Ich werde mal Spaß haben. Okay, ein Duell gebe ich mir noch. Weil das ist doch... Der hat mir jetzt schon zum wievielten Mal auch immer Sangan gegeben. Und Sangan ohne Effekt ist wertlos. Sandorn. Was ist das? Was? Das Geräusch. Was war das? Das war eine Chipstüte. Schock das arme Mädchen nicht. Das ist mein Job. Jetzt spielt er Sogen, ne? Ja, mach dir nichts draus, Karen. Ich will auch. Das sind sogar die Ofenchips von Kartoffel. Die Ofenchips von Kartoffel? Genau. Ich glaube eher aus Kartoffeln. Nein. Das war eine scheiß Idee. Die wurden auf Kartoffeln geröstet. Also deine Chips wurden auf Kartoffeln geröstet. Das heißt, deine Chips essen Kartoffeln. Das heißt, du isst die Tüte? Das heißt, du hast einen Baum gefällt? Wie, das tut man nicht? Nee, man fällt keine Bäume. Das ist unhöflich. Nein, ich meine die Tüte essen. Ja, das auch nicht. Um euch zu ärgern. My brand. My brand. My brand. My brand. Gravas. Matt Damon. John Madden. John Madden. John Madden. John Claude Van Damme. He's back in the same shit. Over and over. And over. Over again. Ich bin am Verkacken doch nicht mehr. Reikiki! Ich realisiere jetzt, dass wie doof diese Idee war. Raigeki Dama. And the same shit you've seen over and over and over again. Morgan Freeman, Keanu Reeves, they knew too much. We know too much! They went too far. We went too far! Okay, der Stream ist sowieso live vorbei, weil ich habe gerade schon wieder... Ja, mein Stream rückelt nämlich schon wieder. Schon wieder. Ich find's ja echt so geil. Bei Rebuy haben die schon Skyrim Legend den 8. Band stehen für 10,09 €, aber ist nicht verfügbar. No. Ernsthaft? Ja, ja, also... Oh, hat er sich gerade bei mir tatsächlich wieder gefangen? Wäre ja cool. Dann könnt ihr noch ein bisschen was anderes streamen. Dann wäre jetzt wieder da. Haben die ernsthaft alle Bücher von Skyrim Legend aufgelistet, aber nicht auf Lager? Dun, dun, dun. Lagerbetrug. Lager-Shotgun. Selbstverteidigungsflammenwerfer. Ich habe jetzt gerade selbst bei Rebuy mal nach dem englischen Skadagel-Buch geguckt. Ja, Rebuy hat in letzter Zeit gar nichts auf Lager irgendwie. Der Laden wurde aufgekauft. Der Laden wurde aufgesoffen. Der Laden wurde leer gekauft. Das Gefühl hatte ich manchmal, weil ich finde da irgendwie kaum noch Sachen. Als ich es damals zu Anfang gefunden habe, war da eine Menge. Jetzt mittlerweile ist da kaum noch was. Zumindest kaum noch was, was ich gebrauchen kann. I know too much. Sure. In China. Don't say my lines. They know too much. We Stephanie know too much. Don't say Erk. Geil, gewinnt. They went too far. We went too far. Hazel, was machen wir? Hazel, was ist das? Darkness rain upon them. Teufelssache. Okay. Nee, das heißt, don't say my lines. Don't say his lines. Don't say Genki Dama. Und das wird so ein Spaß werden.
das Buch auf Englisch zu lesen. Hm. Englisch. Gedanke repressant. Detective, Magician, Warrior. Oh, yes. And that. So, Moment. Wunderschöne Beschreibung.